Nur zu sagen, ich wäre gern hübscher, ich wäre gern schlanker, ich wäre gern knackiger, ja, ich hätte gern ein fitteres Knie, ich mache doch schon einmal die Woche 20 Minuten Therapie. Das interessiert deinen Körper nicht, weil wir steuern dem Abbau entgegen. Manche Menschen möchten schlanker und gesünder werden, ohne sich selbst dabei wandeln zu wollen. Also was bedeutet das? Bist du bereit, den Einsatz zu geben, um schlanker und gesünder zu werden? Bist du es wirklich bereit? Was heißt das? Bist du bereit, bis an dein Lebensende an deinem Körper zu arbeiten? Denn wir arbeiten ja immer gegen den Abbau. Ab 33 oder 35 baut der Körper permanent Muskulatur ab. Dadurch nehmen wir schneller zu, verlieren an Kraft, die Beweglichkeit lässt nach. Und bist du bereit, regelmäßig, immer, bis zum Tod an deinem Körper zu arbeiten? Das ist die berechtigte Frage. Weil viele sehen in Fitness, Gesundheit und Abnehmen irgend so ein Konzept, 10-Wochen-Ding, 12-Wochen-Ding. Das ist aber kein 10-, 12-Wochen-Konzept. Es ist ein Konzept, was bis ans Lebensende geht. Bist du bereit, diesen Einsatz zu geben? Wenn ja, wirst du es schaffen. Du wirst die Figur bekommen, die du möchtest. Du wirst fitter, schlanker, leistungsfähiger. Aber du musst den Preis dafür bezahlen. Das heißt, du musst erstmal müssen nicht, deine Gewohnheiten reflektieren. Was heißt Gewohnheiten? Dein Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Zwischenmahlzeiten, Alkoholkonsum. Was für Gewohnheiten hast du? Und dann sind die Gewohnheiten nützlich, um schlanker und gesünder zu werden, oder hindern die dich daran und machen genau das Gegenteil. Bist du bereit, den Trainingseinsatz zu geben? Du wirst nicht gesünder, schlanker und fitter und beweglicher, wenn du nicht zwei bis dreimal die Woche regelmäßig trainierst. Anfänger sollten zwei bis dreimal die Woche trainieren. Gleich vorab, bringt einmal die Woche Training was? Ja, natürlich bringt es was, aber dann muss es auch immer einmal die Woche passieren, immer und immer, immer wieder. Es darf nie ausfallen. Lieber plan zwei bis drei Einheiten, weil es kann sein, dass dann eine ausfällt, dann hast du mindestens zwei gemacht. Aber du musst den Einsatz bringen, weil ab 50 kommen die Wehwehchen. Du kriegst die Quittung, es ist einfach so. Und was ist, wenn du 50 bist? Kannst du immer noch anfangen? Ja, du musst aber auch den Einsatz geben. Umso älter du wirst, umso mehr und intensiver musst du trainieren. Der Körper verzeiht dir weniger Fehler. Du musst noch mehr auf die Nahrung achten. Du musst noch mehr auf Gifte achten, wie Alkohol, Zucker, Fastfood, Junkfood, was weiß ich was alles. Wandel bedeutet alles anders machen als bisher. Nur so hast du die Chance, langfristig gesund, schlank und fit zu werden. Wandel in der Bewegung. Wenn du dich nicht bewegt hast, dann wird es jetzt an der Zeit, regelmäßig zu trainieren. Brauchst du da irgendeinen speziellen Trainingsplan? Nein. Du könntest jeden Tag Kniebeugen, Liegestützen und Sit-ups machen. Drei Runden. 10, 15, 20 Wiederholungen. Hauptsache, du machst es. Danach dehnst du dich 10 Minuten. Und dann gehst du vielleicht noch in die frische Luft 30 Minuten walken oder joggen. Und schon passiert der Wandel. Der Körper wird aufbauen, umbauen. Aber du musst es halt machen. Nicht einmal die Woche. Ja, am besten täglich. Ich meine, du sitzt ja auch 8 Stunden in einer starren Position, alles verkümmert. Warum nicht dagegen arbeiten? Warum nicht täglich trainieren? Also wandel die Bewegung. Wandel im Essverhalten. Reflektier dein Frühstück. Fang mit einem Ding an, aber schau es genau an. Ein Nutella-Brötchen und ein Kaba, das ist doch keine Energie für den Alltag. Da lache ich mich ja tot. Das ist nix. Das kommt hinten wieder raus, so wie es reingekommen ist. Und lagert vielleicht noch ein bisschen Körperfett ein. Ja, wenn dir das gefällt, okay. Wähl lieber ein besseres Frühstück. Inspirationen findest du genug im Internet. Da gebe ich dir keine. Ich sage es immer wieder, ich bin kein Koch. Also wandel dein Essverhalten, fang mit dem Frühstück an, schau dein Mittagessen an.
Schau das Abendessen an. Ganz wichtig. Verzichte auf Gifte wie Fertigprodukte, Zucker und regelmäßig Alkohol. Nur da kann ein Wandel stattfinden. Ich meine, wenn du regelmäßig Alkohol trinkst, Fertigprodukte konsumierst und Zucker isst, ja, da wandelt auch eine Menge. Aber es wandelt sich in Körperfett. Es wandelt sich, indem du Muskeln abbaust. Also, was will ich in dem Video sagen? Wenn du schlanker, fitter und gesünder werden möchtest, musst du in den Bereichen Bewegung, Essen, Gedanken, musst du einen Wandel vollziehen und den bewusst vollziehen. Nur zu sagen, ich wäre gern hübscher, ich wäre gern schlanker, ich wäre gern knackiger, ja, ich hätte gern ein fitteres Knie, ich mache doch schon einmal die Woche 20 Minuten Therapie. Das interessiert deinen Körper nicht, weil wir steuern dem Abbau entgegen. Wir haben zu viel Umweltgifte, wir haben zu viel Stress. Wir müssen in der heutigen Zeit noch achtsamer mit uns umgehen. Ja, und wir haben viel Arbeit. Ja, und wir haben viel Projekte. Und die Kunst ist es, da gut durchzukommen. Wenn du es alleine nicht schaffst, frag einen guten Freund. Such dir einen Bekannten, der da ist, wo du gern hin möchtest. Hol dir einen Mentor, einen Fitnesstrainer, einen Coach. Wenn du wandeln möchtest, dann such dir eine helfende Hand. Oder du schaffst es alleine, du kannst es erstmal probieren. Aber wenn du merkst, dass du nicht dran bleibst, länger wie einen Monat, dann wirst du es allein nicht schaffen. Und mein Impuls an dich, hol dir eine helfende Hand und dann kriegst du es auch hin.